Die ist auch echt süß und gefällt mir auch ganz gut. Ist ein schicker Kerl. das war's, glaube ich, jetzt zum Exterieur. Falls ich irgendwas vergessen habe oder irgendwelche Fragen habe zum Exterieur, dann sagt gerne Bescheid, schreibt es unten in die Kommentare und dann kommen wir jetzt zum Interieur und zum Charakter meines Pferdes. Mali, wenn man Mali mit einem Wort beschreiben könnte, dann ist es Quatschkopf. Mali ist ein Pferd, das ist unglaublich. Er bringt mich so oft zum Lachen und voll oft, wenn ich mit ihm arbeite, müsste ich eigentlich in dem Moment konsequent sein. Aber ich denke mir halt einfach dann so, du bist so ein Quatschkopf. Wie kommt man auf die Idee, das jetzt so zu machen? Und dann muss ich lachen und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Nee, aber ohne Witz. Er ist halt so ein richtiges Charakterpferd. Er ist ganz schön rüpelig und frech. Also wirklich, für ein Pferd finde ich das schon sehr extrem. Zum Beispiel, wenn er mit den anderen in der Herde steht und wohin möchte, dann nimmt er einfach den Kopf ein bisschen runter, macht die Schulter ein bisschen breiter und geht so auf die anderen zu und schubst sie einfach weg. Also ohne Scheiß, er geht hin und schubst sie weg. Und das ist, ich persönlich finde das dreist. Man kann auch netter mit seinen Mitbewohnern umgehen. Aber er macht es halt. Er ist halt so ein Typ, der benutzt halt gerne seinen Körper, um andere Sachen aus der Gegend zu schieben. Mit uns darf er das nicht machen. Und das musste er erstmal lernen. Am Anfang war das ein bisschen speziell, weil er dann auf einmal sehr perplex war. Wo er dann gemerkt hat, oh, das sollte ich mit meinem Besitzer nicht machen. Da reagiert sie ganz allergisch drauf. Was ein bisschen schade ist, dass er, dass, obwohl er weiß, dass er es bei mir nicht machen darf, dass es halt einfach bei den anderen trotzdem macht. Er ist halt einfach so. Er guckt halt so, na, wer bist du denn? Kannst du dich durchsetzen? Und es war halt echt so, wenn die Leute zu mir kommen und mir Geschichten über mein Pferd erzählen und ich so, eine Zeit lang war ich ein bisschen skeptisch und habe den anderen das nicht mal wirklich geglaubt, dass er wirklich so dreist ist, weil er es bei mir nicht macht. Weil er weiß, bei mir kriegt er sowas von eine Schelle, wenn er auch nur ansatzweise versucht, mich anzurempeln. Ich meine jetzt mal ehrlich, wer von euch möchte gerne angerempelt werden? Stellt euch vor, ihr wollt einfach in die Bahn steigen und da will euch jemand überholen und rempelt euch noch so an. Glaub, wo kommen wir denn da hin? Entschuldigung. Also nee, das geht gar nicht. Bei meinem Pferd nicht und bei anderen Pferden auch nicht. Obwohl er so ein kleiner Rüpel ist und auch gerne mal sehr nahe dran kommt, ist er unglaublich fein. Und das finde ich super interessant bei ihm zu beobachten, weil du dann haargenau merkst, okay, ein Pferd, was so fein sein kann, was wirklich nur auf eine Muskelbewegung, also wirklich nur eine Schulter zurücknehmen, nur so zack, reagiert er sofort wie eine Eins. Wirklich, also Hut ab, Mali. Ich vermute sogar, da lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber ich bin mir sogar wirklich sicher, jedes Pferd kann so fein sein wie Mali. Weil ich öfter mal höre, oh, wenn du mit deinem Pferd Bodenarbeit machst, der ist ja wie ein Hund, der läuft dir die ganze Zeit hinterher und der macht ja alles mit dir. Ich finde das ein schönes Kompliment, aber ich bin mir fast sicher, das könnte jeder mit seinem Pferd. Ich bin mir fast sicher, weil ich glaube, dass Pferde einfach die Könige der Körpersprache sind. Du sprichst ja so, wie die Pferde untereinander sprechen. Okay, wir können jetzt nicht die Ohren anlegen, also wir stehen jetzt nicht so da und sagen, hallo, jetzt bin ich gerade neugierig. Oh, jetzt kommen wir aber nicht zu nah. Nee, so stehen wir natürlich nicht in der Mitte. Man muss natürlich die Sprachen schon ineinander verknüpfen, damit das Verständnis da ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Pferde, das hat nichts mit seinem Talent zu tun, sondern ich glaube, dass ganz, ganz viele Pferde das könnten, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Weil Bodenarbeit oder ja,
halt die Kommunikation zwischen Pferd und Mensch, da kann man nicht einfach sagen, ja, ich mache das jetzt heute und morgen muss es klappen. Sondern das ist ja wie, wenn du Western reitest oder Dressur oder Spring reitest. Das dauert manchmal Monate, Jahre, bis ein Pferd eine bestimmte Lektion verstanden und gelernt hat. Und genauso ist es auch mit der Bodenarbeit. Er ist ein sehr feines Pferd, aber ich glaube, das sind viele Pferde. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Er testet halt sehr gerne. Er ist jetzt nicht ein Pferd, was sagt, hi, ich mache alles, was du willst. Sondern er ist eher so das Pferd, zeig mal, was du kannst. Dann schauen wir mal. Ich habe schon von mehreren guten Trainern eine Resonanz für mein Pferd gekriegt. Mein Pferd ist nicht geeignet für den Sport. Mein Pferd ist körperlich eine Katastrophe. Mein Pferd ist charakterlich eine Katastrophe. Und mein Pferd wäre von anderen Leuten angeblich, das sind Aussagen von anderen Leuten, ich gebe das nur wieder, schon lange verkauft oder sogar zum Schlachter gebracht worden, weil er schwierig ist. Also er ist ein Pferd, wo du wirklich jede Sekunde richtig machen musst. Er ist ein Pferd, was sich sehr gut reinsteigern kann. Also er ist so eine kleine Diva, aber ich bin konsequent zu ihm und möchte aber trotzdem, dass er da lang geht. Und dann kommt es zu Situationen, wo man sagen muss, dass es nicht schön anzusehen ist. Sorry, dass ich da jetzt komplett ehrlich bin, aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust, hier irgendwas zu erzählen, was nicht stimmt. Ich bin auch jemand, der ab und zu mal ein bisschen härter durchgreifen muss, weil es nicht anders geht. Man kann auch nicht ausreiten gehen und dann sein Pferd nicht unter Kontrolle haben. Das geht nicht. Man muss bis zu einem gewissen Punkt Konsequenz haben. Und das habe auch ich mit meinem Pferd. Und bei ihm ist es halt wirklich so, also wir haben das schon viel, 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 viel besser in den Griff gekriegt, aber ich möchte trotzdem davon erzählen, dass er nicht anfängt, sein Stresslevel runterzudrehen, sondern er dreht immer weiter hoch und pustet sich immer mehr auf, bis er dann irgendwann komplett ausrastet und nur noch einfach gar nicht mehr richtig zuhört, gar nicht mehr richtig da ist, sondern einfach nur am Rumnörgeln ist. Ja, und das ist nicht leicht. Also dieses Pferd hat wirklich, erfordert viel Geduld und viel Konsequenz, aber auch Fairness. Weil du musst bei ihm wirklich in dem Moment, wo er aber wieder was gut macht und wieder mitmacht und wieder zurückkommt in sein normales Arbeitspensum, musst du auch selber wirklich fair bleiben und sofort sagen, hey, super, dass du das gemacht hast, hey, super, dass du mitmachst. Wenn man da unfair bleibt, dann wird es unschön. Dann tut mir das Pferd leid. Weil dann hat man wirklich das Problem, dass Pferd und Reiter nicht zusammenpassen. Wer so ein Pferd hat, muss sich auch bewusst sein, Geduld, Konsequenz und Ruhe zu bewahren. Sonst hat es keinen Sinn. Großer Nachteil, wenn Leute, die keine Kohle haben, sich ein Pferd holen. Hi. Großer Nachteil, wenn du das machst. Du kannst nicht einfach so dein Pferd in den Hänger stecken und mit dem Hänger irgendwo hinfahren. Also das merke ich heute, je weiter wir kommen. Er ist es nicht gewohnt, woanders zu sein. Und das stresst ihn mega. Ich hoffe, wenn ich die finanziellen Mittel langsam alles zusammengespart habe. Ich bin dran, toi toi toi, dass ich irgendwann mal ein Zugfahrzeug habe und auch einen Hänger habe, damit ich mit ihm das besser üben kann. Damit es für ihn halt was Schönes und Angenehmes wird. Dass wir halt einfach mal irgendwo hinfahren, dann gehen wir da auf den Reitplatz, dann gehen wir da ausreiten, dann fahren wir mal am See. Dass für ihn Ausflüge was Schönes wären. Wenn ich dann mal irgendwo hinfahre, dadurch, dass ich es mit ihm nicht üben konnte, ist er halt sehr schwierig, was das angeht. Ich persönlich komme damit klar, weil ich reite ja auch mit Hell. Und ich sage dann immer zu den Leuten, hey, pass mal auf, der hat immer so ein bisschen Lampenfieber und der ist nicht ganz einfach, wenn er in stressigen Situationen ist. Kommen wir wieder zurück zu diesem Punkt, wo er anfängt, rüpelig zu werden und die anderen Pferde durch die Gegend schubst. Er fängt dann halt auch an, gegen die Menschen fies zu werden. Und da werde ich dann wieder aggressiv, weil das darf er nicht.
Es gibt einen Punkt, bis dahin und nicht weiter. Ein Pferd darf wütend sein, ein Pferd darf sich aufregen, aber ein Pferd darf seine Wut nicht an anderen Pferden oder anderen Menschen auslassen. Und das macht er halt leider. Er hat zum Beispiel, um das mal zu belegen, dass ihr könnt ja selber mal sagen, hey, ich finde das gar nicht schlimm oder hey, ich finde das voll schlimm, das geht gar nicht. Er ist halt so jemand, wir haben zum Beispiel das Glück gehabt, wir haben einen Auftritt auf einer Pferdemesse auf der Horsica vorbereitet und das hat auch richtig Spaß gemacht. Oh mein Gott, das war so cool, weil da war er halt wieder mit seiner Herde zusammen und so und wir haben voll coole Freundschaften geschlossen mit anderen Menschen, das war richtig cool. Aber leider ist es halt alles ins Wasser gefallen wegen Corona. Auf jeden Fall, ich schweife ab. So gut, wie er das alles mitmacht und so toll, wie er mit mir durch diesen Parcours geht und richtig eins auf, yeah, wir sind die Coolsten und wir machen das, so gut, wie er das macht, hat er halt manchmal so Momente, wo ich sage, schwierig, nicht in Ordnung. Nämlich, wenn er richtig mad und aufgeregt ist und sich halt über irgendwas aufregt, weil, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel, aber dann reitet zum Beispiel Silke mit ihrem Fuchi, mit Fuchi. Fuchi ist sein bester Freund. Das macht man nicht. Reitet mit Fuchi an mir vorbei, so, also so, wir reiten so aufeinander zu, reiten relativ nah aneinander vorbei und was macht der Entschuldigung für diese Aussprache, aber was macht der Er tritt nach Fuchi, dass er so ein Hufabdruck auf seinem Arsch hat, das geht gar nicht. Da war ich so wütend und das hat er wirklich, ich bin mir hundertprozentig sicher, das hat er nur gemacht, weil er wütend war, weil wir irgendwo hingefahren sind und er die Kulisse noch nicht kannte und wir gerade angefangen haben, uns warm zu reiten. Er kann doch nicht einfach nach seinem besten Freund treten. Also was ist denn da los? Oh. Und seit er das gemacht hat, traut sich Fuchi kaum noch an ihm vorbeizureiten. Also das geht echt gar nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Da bin ich auch heute noch echt wütend auf ihn. Ey, Leute, sorry, ich bin mega abgeschweift. Eigentlich wollte ich nur ein Video machen zum Interieur und Exterieur. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr vollgelabert. Aber ich wollte einfach mal mit offenem Herzen, ohne irgendwelche Maske, offen mit euch über sowas reden. Und würde mich halt mega freuen, wenn ihr mir auch so eure Geschichten erzählen würdet. Was ihr so für Gedanken habt und Beziehungen auch zu eurem Pferd. Was er zum Beispiel auch extrem viel macht und was halt echt, wo ich mich heute noch nicht dran gewöhnt habe, weil es halt in der Reiterwelt verpönt ist und wenn ein Pferd das macht, dann ist das ganz schlecht. Aber es ist halt einfach so, Mali schlägt die ganze Zeit mit dem Schweif. Immer. Es ist halt wirklich so, er ist so ein Pferd. Er will an die Raufe dran, wo die anderen Pferde sind. Und das Erste, was er macht, ist mit dem Schweif schlagen, dass die anderen weggehen. Also er ist halt wirklich ein Pferd. Der Schweif rotiert die ganze Zeit. Sobald er mit den anderen Pferden spielt oder irgendwas macht, das Erste, was er macht, ist in beide Seiten die ganze Zeit hin und her. Ja, und leider ist es halt so, was heißt leider, es ist halt einfach Fakt, dass Pferde, wenn sie sich unwohl fühlen, mit dem Schweif schlagen. Und Mali macht es halt auch. Er macht es zum Beispiel auch, wenn ich ihn im Schritt am langen Zügel lasse und einfach nur möchte, dass er ein bisschen vorwärts geht, sprich, mich einfach ein bisschen mehr aufrichte und ein bisschen mehr vorwärts verlange. Und dann kommt der Schweif schon so, du willst, dass ich schneller gehe, guck mal, wie ich mit meinem Schweif schlage. Mir ist es an sich egal, aber es sieht halt echt so aus, als ob ich ihn gerade gepeinigt hätte. Und in Wirklichkeit habe ich noch nicht mal wirklich viel gemacht. Aber er ist halt eine kleine Dunte, was das angeht. Er ist halt sehr rüpelig und sehr frech, aber er kann auch sehr fein sein und auf jedes kleinste Kommando reagieren. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Da bin ich auch sehr stolz drauf, weil es ja auch eine, wie nennt man das, eine Resonanz davon ist, wie ich mit ihm arbeite. Und ja, dafür, dass ich ihn komplett selber ausgebildet habe, obwohl ich kein Pferdetrainer bin und das mein Hobby ist und nicht mein Beruf, denke ich, ist es ganz gut geworden. Ich kann Schritt, Trab, Galopp mit ihm reiten. Ich gefährde niemanden. Also alles gut. Ja, und wie gesagt, mir wurde schon gesagt, dass mein Pferd für
Ja, wie soll ich das erklären? Das Problem ist halt, je mehr Fortschritte ich mit Marley mache und je weiter wir im Reitsport kommen, umso mehr kommen die Leute und sagen, hey, du bist doch schon so weit, hol dir doch mal ein Pferd, was zu dir passt. Und das finde ich gar nicht cool. Also da muss ich halt echt sagen, das finde ich sehr schade, weil ich habe mein Pferd gekauft, weil ich mit ihm zusammen einen Weg gehen will. So lange, von Anfang bis Ende. Und wenn er 40 Jahre alt wird, das ist mein Pferd und das möchte ich gerne so weitermachen. Und nur, weil ich reiterlich weiterkomme, und jetzt mal ehrlich, mein Pferd kommt ja auch weiter, wir kommen ja zusammen weiter. Nur weil ich weiterkomme und mein Pferd aber körperlich nicht in der Lage ist, mitzukommen, eben weil er eine kurze Schulter hat, eben weil er nicht das perfekte Exterieur hat und nicht die Gänge hat, die die Pferde brauchen und keine natürliche, schöne Anlehnung und was weiß ich alles. Nur weil ich dann auf einem Turnier eine schlechte Note kriege, weil mein Pferd nicht so macht, soll ich mir ein besseres Pferd kaufen? Sorry, aber nein. Nein. Also, ich finde das irgendwie so schwierig, das Thema. Und ich finde es auch so emotional, das Thema, weil ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der jetzt so eine starke Bindung zu Menschen oder Tieren aufbaut, weil ich halt auch Real Talk Verlustängste habe. Also ich bin immer vorsichtig, ich lasse nicht so viele Menschen an mich ran, weil ich Angst habe, sie wieder zu verlieren. Oder auch Tiere. Ich lasse Tiere nicht so sehr an mich ran, weil ich Angst habe, irgendwann werden sie mir eh weggenommen. Also muss ich auch keine Bindung zu ihnen aufbauen, weil der Trennungsschmerz zu groß ist. Aber holy shit. Mali ist so in meinem Herzen. Ich habe dieses Pferd wirklich, der hat es so geschafft. Der ist einfach mein Best Buddy. Der ist wirklich, der ist für mich, ja, wie soll ich das erklären? Wir sind durch so viele Höhen und Tiefen gegangen. Und wenn man dann sowas hört, wie ja, dein Pferd, also du machst es super, aber mit dem Pferd wirst du nicht weit kommen. Dann denke ich mir, hey, dann will ich nicht weit kommen. Also ich weiß, dass viele Leute das so machen, dass sie halt erst als Kind irgendwie ein Pony haben und dann das Pony austauschen und dann ein Großpferd haben und dann, keine Ahnung, irgendwann einen Dressur-Crack oder irgendeinen Spring-Crack holen, der dann halt richtiges Vermögen hat. Uff, aber jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, diese Bindung zu meinem Pferd, die kann ich mir nicht kaufen. Ich hätte niemals gedacht, ich bin jetzt richtig ehrlich zu euch, ihr könnt alle meine Freunde fragen. Ich habe früher immer gesagt, ja, wenn mein Pferd mal verletzt ist oder so, oder wenn mein Pferd sich mal ein Bein bricht oder so, dann kommt er in die Wurst. Ist ein Pferd, ist ein Tier, ist halt so. Das ist jetzt echt 5 Jahre oder 4 Jahre her, dass ich dieses Pferd habe. Und heute, wenn ich mir das vorstellen würde, dass meinem Pferd irgendwie sowas passieren würde, ich glaube, bei mir würde eine Welt zusammenbrechen, weil das ist ein Teil von meinem Leben geworden. Mali ist ein Teil von meinem Leben. Mali ist für mich ein Freund. Auch wenn das für viele Leute ist es vielleicht sogar zu nah inzwischen. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir heute vorstelle, dass ihm was passieren würde, es wäre halt nicht mehr so wie früher, dass ich sagen würde, ja, jeder muss mal sterben oder jedes Tier muss mal gehen. Bei ihm ist es inzwischen so nah, kann ich gar nicht drüber reden. Also ich finde es mega schwierig. Und wenn ich dann darüber nachdenke, zum Beispiel auch in der Working Equitation. Ja, mit dem Pferd wirst du in der Dressur keine guten Noten haben. Ja, dann habe ich ja keine guten Noten, ist mir auch egal. Nee, ohne Scheiß. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich habe sehr viel gesagt. Ich glaube, ich habe sehr viel Zusammenhangloses gesagt. Es tut mir leid. Wenn ihr Tipps für mich habt, wie ich das besser machen kann, sagt es mir gerne. Ja,
Ich hoffe, das Video, oh mein Gott, ich kann das gar nicht sagen, aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich glaube nicht, weil ich einfach viel zu viel gelabert habe. Wenn ja, lasst es mich wissen und gebt einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann gebt mir einen Daumen nach unten, dann mache ich sowas nicht mehr.